Hallo und herzlich willkommen zu einem neuesten Part von Tubert 2. Ich bin's Manu. Am Sonntag ist der erste Advent, genau die richtige Zeit, um ein tolles Rollenspiel zu zocken. Das letzte Mal sind wir hier stecken geblieben in Hatmandor, und zwar sind wir auf der Suche nach den Edelsteinen. Wir müssen auch erstmal auf die Minimap schauen. F2 war das Menü. Müssen wir erstmal kurz auf die Karte schauen, weil ich weiß nicht, wo der Typ ist, der die hat. Das ist das Problem. Wir müssen... Kanalisation von Hatmandor. Nein, da wollte ich eigentlich nicht hin. Hitler gilt auch nicht. Das ist nicht mein Begehr gewesen. Und zwar machen wir den Auftrag... Ich muss schnell nachgucken. Ich habe es jetzt ein paar Tage nicht angehabt. Hier, Gorlakstein. Der Gorlak... In der Höhle, Gorlaks Höhle, da waren wir als letztes. Gorlak hat mir von einem Stein erzählt, den ich meinen lieben namens Seite gestohlen hat. Muss schon eine ganze Weile her sein. Aber der Stein lässt ihm keine Ruhe. Ich frage mich, was in diesem Ding so wichtig für ihn ist. Vielleicht weiß dieses Skatey eine paar Worte. Ich finde sie in der Kanalisation unterhalb von Chesna da. Ach, die ist gar nicht in Hatmandor, mein Fehler. Wie gesagt, ich hatte es ein paar Tage nicht an das Game. Das heißt, wir reisen nach Chesna da. Beziehungsweise, Chesna da. Alte Wunden. Lisas Wohnung. Auf der Jagd. Naja, wir porten uns erstmal nach Chesna da und dann gehen wir in die Kanalisation. Dazu müssen wir aber ins Menü. Und uns einen Teleport schon auswählen. So, einmal hat man, Chesnador, hat man, da sind wir jetzt gerade. Ja. So, nochmal ein kleines bisschen Werbung am Lande. Ich habe heute mit einem Kumpel eine neue Facebook-Gruppe gegründet. Extra für Let's Player, von Let's Player, für Let's Player. Wenn ihr einen Chesnador dann habt, könnt ihr die Seite gerne liken oder und damit einsteigen. Das Ganze ist so aufgebaut, dass jeder Let's Player mitmachen kann. Einfach um eine größere Community anzusprechen. Ihr könnt da immer die aktuellsten Parts dann von euch posten und so. Und... Ups, ich wollte... Hallo, erstmal wieder aufzuschleichen. Wenn ihr da Lust habt, zu Interesse dann habt, dann... lade ich euch gerne zu der Gruppe ein oder ihr könnt sie einfach selbst liken. Eine Bitte habe ich nur... Bitte nur Leute, zu der Gruppe anfragen, die auch wirklich selber Videos machen für YouTube und auch mit Spiele zu tun haben. Also sprich Let's Player einfach. Sonst seid ihr alle herzlich eingeladen. Jetzt muss ich mal gucken, wo hier so ein Deckel ist für die Kanalisation. Pass auf! Hey, lass mich. Ich kenne mich nämlich nicht so gut aus mit den Kanalisation. Wir waren da bis jetzt nur zweimal drinne. Nekromantie haben wir schon gelernt. Bringt uns hier nicht weiter. Wir müssen die Kanalisation finden. Chesna da. Was ist denn hier auf der Jagd? Was ist das denn? Naja, wir laufen einfach mal rundherum, bis wir so einen Kanaldeckel-Dingens da finden. Wo man die Kanalisation absteigen kann. Kommt schon. Irgendwo in der Ecke war der, glaube ich. Verzeihung. Gar nicht so sicher. Oder der war in der Nähe von der Teleportplattform. Weiß ich gar nicht mehr. Wir können mal hier zu dem... Ups. Da wollen wir hier eine Abreibung. Lol, ich will... Oh Mann, ich will den doch gar nicht schlagen. Hallo? Weißt du mal, bitte auf mich zu schlagen. Laden. Lisa und die Träne. Ich wollte den doch gar nicht schlagen, ich wollte doch Dings, ich wollte den Händler eigentlich anlabern, ein bisschen Fleisch abkaufen. Das hat dann einen Schlag abbekommen, haha. Passiert, würde ich sagen. Eifer des Gefechts. So, einmal Chesna da und zurück. Oh, ich glaube, die Kanalisation war doch irgendwo hier in der Nähe von der Plattform. Also hier in der Ecke war nichts. Ich muss mich auch gerade echt mal überlegen, wie man den Händler anspricht. Ey! Da hab ich angeschubst. Ach, Leertaste. Nur keine Scheu. Schau dich in aller Ruhe um. Ich kaufe dem jetzt mal hier den Schinken ab, weil dann können wir uns neue Heiltränke mitmachen.
So, lalalalala. Gib mir auch die Wurst, gib mir die Wurst. Boah. Können wir einpacken für Nikolaus. So. Und auf Wiedersehen. Händler geplündert. Ja, der böse Gandua, den werden wir bald mal heimsuchen. Den bösen Obermagier. Mit seiner schwarzen Magie. Wir klopfen immer ein bisschen auf die Finger. So. Oh, ich finde hier immer noch den, nicht den Eingang zur Kanalisation. Ich weiß gar nicht, wo das war. Vielleicht sollten wir doch einfach mal der Kartenmarkierung folgen. Ich weiß aber nicht, ob das richtig ist auf der Map. Tretet ruhig näher. Unser Angebot wird euch überzeugen. Oder wir müssen in Hatmandor in die Kanalisation gehen und dann hinabsteigen. Ah, das ist der Zask, in der Nähe von Risas Wohnung ist. So, da wollen wir auch nicht hin, wir wollen die Kanalisation. Einmalige Gelegenheit für alle, die Qualität suchen. Ich suche keine Qualität, ich suche die Kanalisation. Ja, ich glaube, hier ist gar nicht so ein Deckel für die Kanalisation. Einmalige Gelegenheit für alle, die Qualität suchen. Ach doch, hier hinten ist ein Eingang, wir gehen mal kurz zu dem Waffenhändler. Schauen, ob der was für uns hat. Boah, kostet 9000. Skillbuch des kritischen Treffers. Ich will mir lieber den Bogen holen. Ich schaue gerade mal, was mein Bogen im Moment von Schaden macht. Meiner macht 80. Der macht 96. Da möchte ich den bitte kaufen. Und verkaufe meinen eigenen. Können wir auch verkaufen, macht nur 10 Schaden. Gladius der Waffe, Waffe ja, Wache kann auch weg. Die Handschuhe machen 25 Schaden. Da verkaufen wir mal unsere normalen Lederhandschuhe, das Amulett kann weg. So, der Köcher muss ich schauen. Der Köcher macht 12 Schaden und 27 Meter Reichweite. Gibt es da was Besseres? Ja, die kann ich auch alle noch nicht tragen. 114. Den hier kann ich auch schon tragen. Kostet 6 und macht 96 Schaden. Und den kaufen wir uns mal. Verkaufen den alten Köcher. So. Deal oder no deal? Jetzt müssen wir mal die Handschuhe wieder anziehen. Erstmal den tollen Bogen anlegen. Den Köcher, die Handschuhe. So, das ist der richtige Köcher. Den anderen wollte ich eigentlich verkaufen, jetzt habe ich den immer noch. So, das Ganze safen wir aber jetzt erstmal, weil ich keine Ahnung habe, was in der Kanalisation da unten ist. Ob wir da was töten müssen oder so. So, einmal zu dem Eingang und dann schauen wir mal, was da drin ist. Niklaus war ein paar Mann. Boah, da ist ein Gegner, eine Mumie. Ich glaube, die Mumien kann man eher mit Dings mit dem Knüppel besiegen. Da war doch irgendwas. Ach nee, die kann man auch mit Bogen kaputt machen. Kommt zwar jetzt angeschwuchtelt. So. Und da muss man halt mal ein bisschen vor den weglaufen. Multipfeil auswählen. Na, auf jeden Fall merkt man, dass ich jetzt mehr Schaden mache mit dem Bogen. Weil normalerweise hätten die Mumien jetzt noch nicht so viel Schaden genommen. Aber ich weiß gar nicht mehr, ob man mit Knüppel besser gegen die kämpfen kann. Stumpfen Waffen. Aber ich kämpfe jetzt einfach mal so. Oh, die haben mich vergiftet. Ich muss aufpassen. Am meisten Wirkung erzielt der Bogen natürlich, wenn man ihn bis zum Ende spannt, aber das kann man halt nicht immer machen. So, jetzt müssen wir schnell mal weglaufen und schlucken mal die 8. Schnell mal einen Heiltrank nehmen. So, der ist down. Und der ist auch down. Mal schauen, hier war noch irgendwo einer.
Ich habe natürlich jetzt keine Ahnung, wo diese Dings ist, die Troller, die den Stein haben soll. Was sehen meine Augen? Na komm schon! Haya Shibuya! Den töten wir jetzt, ohne dass der uns einen Kratzer macht. Ah ne, da hinten kommt noch eine Mumie, das war's wohl. Wow. Schwulli schon angelaufen, komm ey, geht weg, lass mich! Ich pack dich ein und leg dich unter den Weihnachtsbaum, verschenk dich an irgendeinen bösen Menschen. Geh weg von mir! Lei! Ah, komm schon, und noch ein, und, ah. Leise rieselt der Schnee. Still und tot ruht die Mumie. Geh doch endlich sterben. Du doofe, böse Mumie. Boah. Und boah. Tot. So, hier links war aber noch eine Mumie. Mal schauen. Wow. Krass. Steht ja da wie angewurzelt. Ach, sie hat ihren Aktionsradius verlassen scheinbar. Finde ich ganz toll. Guck nicht so doof, sonst kriegst du gleich einen Pfeil in die Fresse. Und bams. Und ja. Down. Das ist gut. Kanalisation von Cessna da. Ich habe keine Ahnung, wo das Mädel ist, wo wir hin müssen. Wow. Laufen wir einfach mal ein Stück zurück. Ich glaube, dann bleiben die Mumien stehen. Ich könnte ja mal brennende Pfeile verwenden. Ich kann nicht, ob ich schon ausrüsten kann. Wie den Stein von Gorlak hat. Gorlak Stein, Gorlak Schatzhöhle. Weil der redet sonst nicht mit uns, der Gorlak. Das ist das Problem an der Quest. Wir können das sonst nicht lösen. So, laufen wir erstmal zu der Fähnchenmarkierung und gucken mal, wo der Dings da ist, der Held. Ja, wir hätten bestimmt hier vorne die eine Tür aufbrechen müssen. Lol. Hä? Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Hier waren wir am Anfang, hier waren lauter Mumien und hier war ein Portal, also das ist verkehrt. Das ist mir falsch. Das heißt, wir müssen schauen, warte, wo sind wir hergekommen? Hier vorne. Wir müssen doch durch dieses eine Türchen da latschen. Hinten sind Mumien, hier können wir nur richtig sein. Oh, jetzt laufen wir wieder von der Markierung weg, das kann auch nicht stimmen. Naja, wir machen mal die Gegner down, weil wo Gegner sind, da ist man normalerweise immer richtig. Da kann man nicht falsch sein. Und Verreck doch endlich! Geh kaputt, du Stück. Sand. Nice. Wir müssen zu Gandoha. Wir müssen unsere Schwester retten. Lass uns durch. Los. Boah, die Mumien sind ja echt komisch, ey. Übelst gruselig sind sie nicht und sie bewegen sich sehr merkwürdig. So. Aber sowas von. Da vorne sind noch zwei. Wow. Das Schöne ist, die werden immer zurückgeworfen bei den Fallen. Das finde ich toll. Das ist bei anderen Gegnern nicht so. Sind sogar hier im Sumpf festgebappt, ey. Genial. Das heißt, eigentlich könnte man die hier versauern lassen, ohne dass ich sie jetzt töte, aber das ist nicht Sinn und Zweck der Übung. Wir wollen ja in der Mission weiterkommen. Jetzt habe ich mal Multifall ausgewählt. Oh, das bringt bei den Mumien eh nicht so viel. Ich würde die auch eigentlich jetzt hier im Wasser verschimmeln lassen, die Mumie, aber... oder verfaulen lassen, viel besser, aber ich brauche die XP. Den Levelaufstieg. Also immer schon Gegner töten. Bams. So. Down. Mich fast hier runter geplumpst. Das ist aber auch nicht der richtige Weg. Schaut mal auf die Karte unten. Auf das Radar. Wenn ich jetzt da wieder langlaufe, dann komme ich wieder nach oben. Das heißt, ich muss mich rumdrehen. Ich bin hier völlig falsch abgewogen.
Ich würde gern die Map auflassen und dann anhand von der Map laufen, aber das geht nicht. Das heißt, hier vorne müssen wir müssen wahrscheinlich, wie ich eben gesagt habe, vorne beim Eingang diese eine Tür aufbrechen. Muss ich mich jetzt mal wieder gucken, wie wir da hinkommen. So, vorne sind wir doch irgendwo hergekommen, oder nicht? Da müssen wir halt jetzt mal ein bisschen öfters auf die Karte schauen, ich kann es nicht ändern. So, das ist doch schon mal nicht. Das heißt, hier nach links und dann hinten in den Winkel rein. So, hier muss jetzt irgendwo links ab... Ah, genau hier die Tür meinte ich eben. Ja. Deswegen war hier auch so ein Magiezeichen. Dass hier irgendwas ist. Jetzt weiß ich aber nicht, ob das hier unten die richtige Zielperson ist. Die den Stein hat. Ja, sieht nicht so aus, als irgendein Typ... Ah, hier sind mehrere, okay. Was dir lieber, ein Popo. Wenn überhaupt, ja. Hey, ich mag gerne mal ein Späßchen. Ja, bist ein richtiger Spaßvogel. Ein richtiges Kerlchen. Aber nur solange du brav mitspielst. Also, spiel ein Spielchen mit mir oder dann töte ich dich lieber. Wie sind die Spielregeln? Schatzsuche. Oh mein Gott. Nicht dein Ernst, ein Schatzsuche. Wie sind die Spielregeln? Ich such drei Leute aus und du beklaust sie. Schaffst du alle drei in der Zeit, hast du gewonnen. Dann hab ich gewonnen. Yep. Nee. Vielleicht ein andermal. Hab ich. Skillbuch. Das klauen wir uns mal. Was ist das? Ich liebe Skillbücher. So. Hier ist ein Händler, dem können wir was verkaufen. Und zwar bekommt er den Köcher, die Lederstiefel und das habe ich eben noch mitgenommen, die eine helle Bade. Das ist die Handy da. Gibt am besten Gold. Ein Bürger. So. Das ist aber nicht die Markierung, die wir eigentlich suchten. Das heißt, wir müssen mal hier oben weiter gucken. Automatische Speicherung. Lol. So, jetzt hier wahrscheinlich weiter. Ja, durch die Kanalisation oder hier lang? Das ist jetzt die göttliche Frage. Also hier nach links. Alte Wunden, da wollen wir hin. Das heißt hier durch, dann ist hier wohl ein Geheimgang. Jetzt sind wir wieder hier oben. Hä? Das darf ich gerade nicht. Gib ich ehrlich zu. Würde ja bedeuten, das wäre der richtige Weg, aber dann küssen wir wieder draußen, außer auf den Chessner da. Ne, das ist falsch. Das heißt, wir müssen da runter, wo wir eben waren. Nicht runter. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Ne. Wir müssen hier hinten, geht's irgendwo weiter. Weil unten war ja kein Durchgang, das heißt, hier oben muss irgendwo was sein. Also wieder durch diese gebrochene Mauer oder... Ach, das ist ein Spiegel. Lol. Hey, geht's hier nach draußen? Das schaffe ich nicht. Geschlossen.